Jo Leute, willkommen zurück im nächsten Part von Far Cry 3. Ja, im letzten Part hatten wir eine sehr lustige Mission gehabt, in dem wir Karten gespielt haben. Das, was ich am wenigsten kann. Aber hey, ich habe es irgendwie doch geschafft. Ja, nichtsdestotrotz geht es jetzt auch weiter. Nun wollte ich erstmal gucken, haben wir noch Nebenmissionen gehabt oder muss ich Hauptmission machen? Stimmt, ich wollte erst die Nebenmission machen. Deswegen reisen wir erstmal dahin. Denn jetzt haben wir ja die ganzen Nebenmissionen offen gehabt. Stimmt. So, da ist es. So, was haben wir hier Schönes? Wieder ein Attentat mit dem Messer. Ja. War ja irgendwie klar gewesen, dass es wieder so ist. Dann zeigt man wohin. Da lang. Okay. Ja, die 140 Störungen. Wir haben mal nicht so drauf haben sollte. Ich habe wieder meine Weile keine Frankfurt gespielt. Aber nichtsdestotrotz werdet ihr mitbekommen haben, dass ich trotzdem weiter hochgeladen habe. Also nichtsdestotrotz kein Problem. Oh, hallo Vogel! Ah, berg hoch, ja. Gut, wegen meiner Aussteigung werde ich mal ab hier gucken, wo sich unser netter Feind versteckt hält. Bis jetzt sehe ich noch. Okay, noch keinen würde ich gerade sagen. Hä? Und den habe ich eingesehen. Lustig. So. Oh. Der hat einen Brief. Okay, kann ich nicht annehmen. Okay, der ist ja gerade am Auto rumwerkeln. Oh scheiße, dreht sich um. Kann ich hier außen rum? Nee, ich glaube, ich muss direkt an diese beiden Typen vorbei, das ist doof. Da auf dem Berg sind auch noch zwei. Kommt der gerade runter? Ey. Noch einer? Ach du Kacke. Da ist unser Feind. Ach, wenn mein Charlos klettern könnte, das wäre so viel einfacher. Ich würde ihn einfach runterziehen vom Berg, aber gut. Da nehme ich nicht. Komm, kurz Prozess, wir wissen, wer es ist. Guck mal hier rein, ey. Die Keulenlinie. Richtige Keule. Jop! Der will nicht down gehen! Diese scheiß dicken Typen, die gehen mir so auf den Sack. So, Feierabend. Cool. Nice. Was gleich plündern? Ja. Das ist schön. Eine Heilzahnkette, okay. Du hast nix, wie es aussieht. Du hast was? Du hast Alkoholfläschchen, wow. Eine Buddel voll rum. Okay, das war die Nebenmission. Gucken, was wir noch machen können. Da haben wir das. Dann stecke ich hier mal ein und fahr mal rüber. Na, gehst du mal. Gut, dann geht nicht. Dann ist die Karre irgendwie, keine Ahnung, tot oder so. Nicht existent. Oh, ich glaube, man muss mal so grüne Kraut. Können wir doch wieder gebrauchen. Da ist ein Auto. Warum nicht gleich so? Kann ich damit wenigstens fahren? Ja, wunderbar. Keep on rolling, baby! Across the street! Ob ich froh, dass wir diese scheiß Türme endlich zu Ende haben, ey. So, dann zippen wir mal die Karre her. Oh, das ist wieder unser schönes Päckchen Medizin. In Klammern Medizin. Yubi, yubi. Oh, in so einer alten Krücke, ey. Wunderbar.
Los, können wir das Auto für die Mission geben. Okay, jetzt müssen wir rechts rum. Ach du Scheiße. Alter. Ja. Ja, fahr diesen Berg nicht hoch. Hallo, Auto. Alter. Die Meerkrücke, Alter. Kommt über den Berg hoch. Ist ja hart. Ja, was ist denn für ein Auto? Wie soll ich denn das über der Krücke schaffen? Okay, jetzt wird's aber richtig knapp. Komm. Yes. Das war nicht ohne. So eine Schrottguck gibt hier, ey. Kein Wunder. So, blauer Pokerchip. Und ab zur nächsten Nebenmission. Ja, jetzt werden die Nebenmissionen durchgerattert, Leute, bis zum bitteren Ende. Die nächste Nebenmission ist dann demzufolge die Jagdmission hier unten. Ja, Schnellreise machen, geht aber ein bisschen fixer. Spart ein bisschen Zeit. Ich kann Munition mal nachkaufen und auffrischen. Da. Wo war denn das hier? Ah, kann ich jetzt auch nicht einsteigen? Doch. Wie? Will er nicht so? Doch. Ja, manchmal hat das so ein paar Probleme, ein paar Delays, so dass du auf die Objekte guckst, aber irgendwie das nicht einblenden will, dass du einsteigen kannst. Dann kannst du auch demzufolge halt nicht einsteigen, ne? Oh, cool. Erst rein. Ja, passt rein. Wunderbar. Warum nicht? Mal was anderes. Oh, warte mal, was soll ich jetzt umlegen? Ich habe jetzt nicht richtig geguckt gehabt. Achso, die Waffe kriege ich da vor Ort, okay. Dann wird er mir von, wird er mir auch da nochmal sagen, was ich umlegen soll. Ich habe jetzt gerade nicht die Mission geguckt, wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist immer doof bei RPGs. Ich meine, das ist kein RPG. Das Spiel hat zwar RPG-Elemente, aber das ist doch mehr ein Shooter. Aber trotzdem, ne? Also trotzdem muss ich mal da ab und zu mal einen Blick drauf für, dafür haben und mal lesen, was da gesagt wird. Kann manchmal helfen. Okay, Sniper. Na klar, natürlich, das beschissene Sniper muss ich natürlich nehmen. Warum auch nicht? Oh, Leoparden soll ich ausschalten. Okay. Leoparden, das ist nicht ohne. Nee. Das war Leopard Nummer 1. Ich höre den nächsten, wo ist der? Ich höre ihn, wo ist der? Ah, oh Gott, lass mich los, du scheiß Muschi! Putz ins Gesicht! Mein Leopard die Fresse einschlagen. Oh Mann, nicht schlecht. Oh Gott. No Scope! No Scope! Oh Gott! Mann! Oh Gott, erstmal nachladen. Ja, erstmal ohne nach. Lolololo, hast ja schön Zeit damit. Aua. Oh, was hältst du aus? Ach, das gibt's doch gar nicht, ey. Oh Gott. Oh, was, ich sag ja, was hält das Vieh aus? What the fuck? Das gibt's doch gar nicht. Oh, jetzt hab ich erstmal das Mikro weg. Das gibt's doch gar nicht, wie viel gut ist wie gefressen. Ich meine, ich habe nicht alle daneben geschossen, ein paar haben getroffen, ich habe gesehen, es hat geblutet, aber irgendwie wollte. Das ist mich jetzt total verarscht, das ist eine Knarre. Mach ich diese Maschinenpistole, was zur Hölle? Naja, egal. Dann tausche ich die Maschinenpistole gegen den Sniper aus, klar. Mach ich mal einen guten Sniper noch in der Kralle. Ich habe zwei Snipern rum, was ja eigentlich albern ist, aber. Ich meine gute Maschinenpistole. Meine Maschinenpistole brauche ich jetzt vorher nicht. So, du Kackvieh, wo warst du? Ja, lay, hier Kopfschuss. Ende Melende. Und irgendwo war hier die nächste Katze da. Warum hält die mehr als alle anderen Katzen aus? Warum?
Ey, das ist ein Sniper, Leute, da musst du sowieso alles one-shotten können, eigentlich, so stark wie das Ding ist. Womit das hier so hier aus? Alter, das gibt's doch gar nicht. Was schluckt das wie, Alter? Der Fisch schluckt aber drei Magazine hier, Alter. Was ist das denn? Ah, scheiße. Oh nein. Ich höre schon die Englein singen. Und ich packe dich auch mal gleich, wenn du wegrennen willst, dann habe ich dich auf dem Radar. Gut. So, weg mit dir. Und jetzt die nervigste aller Raubkatzen hier, ey. Mann, das ist ein Vieh, ey. Ist doch gar nicht. Ja, komm, Berg will man nicht hoch, war ja klar. Yes! Endlich! Puh. Was für ein nerviges Viech, ey. So, ab zur nächsten Mission. Mann, das läuft hier wie Länderspiel, Leute. Ich reise jetzt. Ich reise dorthin. Ab zur nächsten Jägermission. So. Gucken, was uns hier erwartet, was wir hier killen müssen. Ist ja immer ein bisschen komisch. Manchmal. Es kommt das Hütte 10 Leopard mit einem Bogen. Ich würde ausrasten. Tüftige Hunde. Flammenwerfer. Na, warum nicht? Mal was anderes. Dann tun wir das auch mal. Ist doch ein Stück weg. Gibt's hier kein Auto? Nee. Schade. Doch, da ist ein Auto. Wuhu. Achtung, hier drüben! Mit Citras Hilfe werden die Piraten alle verrecken. Hierher! Hier drüben, Hilfe! Ich muss mit dir reden. Hey, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ja, ich muss Kids helfen, Hilfe. Jo. Hat der für unsere Kamerad überfahren, auch nicht schlecht. Warum auch nicht was anderes? So. Oh Gott. Der Winkel war seltsam. Ich zuck bei sowas immer wieder selber zusammen, wa? Gut, Flammenwerfer, tauschen wir mal gegen das Sniper aus, ja. Mal einfach nur nachladen, das Ding manchmal nicht durchgeladen, was zur Hölle. Okay. Tollwütige Hunde, 8 Stück an der Zahl sollen wir umbringen. Ich denke, das wird kein Problem sein. Tja, Pane. Burn, baby, burn. Burn, baby, burn. Oh, noch was, hä? Noch jemand hier was? Komm, du. So eine schöne Ecke. Komm, da hinten. Komm, Wuffi. Barbecue. Na, komm her. Renn doch nicht weg. Ja, rennen ins ey. Rennen in den Außenbereich, alles klar. Oh, hier brennt die halbe Stadt ab, cool. Was davon übrig ist. Ey, soll das jetzt Fangspiel werden oder was? Das Ding greift mich an. Okay, noch 3. Da ist einer, die anderen beiden sind da. Mann, renn nicht weg, ich brauch dich! So. Ich hoffe, das Vieh kam jetzt ein bisschen aus dem Außenbereich wieder rein. Oder kam wieder in den Außenbereich rein, weil ansonsten habe ich ein Problem. Ne? Wenn das Vieh rausrennt und ich hinterher renne, dann ist die Mission vorbei. Ich muss mich in dem Bereich rumbleiben. Das ist doof. Das Vieh weggerannt ist. Ah, es kommt zurück, gut. So, renn ich wieder weg, dein braves Vieh. Aber und. So! Gut. Ich werde diese Folge Barbecue Talks nennen. So, dann da lang.
Dann machen wir mal. Was machen wir zuerst? Erstmal die Medizinbringmission oder erstmal das Killen? Ich glaube, ich mache mal die Medizinbringmission. Ich glaube, das ist doch ein bisschen besser. Nach einem Ding hier. Oh, ich liebe dieses Gewehr. Ich mag das echt. Das Teil ist echt Hammer. So, oh, Quad wieder. Mm. Oh, den wollte ich jetzt nicht looten mit seiner 1 Dollar. Okay, Yebiumi Shumi. Oh Gott, ich spüre schon den Schmerz. Au. Oh, ich lebe noch. Cool. Jetzt halten runter. Ey, jetzt wieder mal Wege zu fahren, das ist Wahnsinn, wa? Ey, schmaler könnte so scheiße auch nicht sein. Und jetzt da. Und, oh, hallo Bär. Oh, jetzt hier ist eine Zielmarkierung. Denn nein. Yes! Wunderbar. Geschafft. Das war nicht so schön, wie ich jetzt dachte. Oh, ich habe bereits Skill bekommen, das ist mir gar nicht mehr schwer viel. So, wir haben eine Attentäter-Mission machen. Gucken, wo wir diesmal wieder hin müssen. Achso. Ja. Mit einem Messer, bla 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 bla, von einem Turm. Gut. Oh, ist ein ganz schön Stücke weg. Da brauchen wir auf alle Fälle ein Gefährt. Kann ich hier runter? Versuchen wir es mal. Wow, ich kann hier runter. Aber ob ich das überlebe, ist eine zweite Frage. Das war mir fast schon klar. Ich bin so intelligent. Ja, das lief alles andere als gut. But hey. Na sauer. Try. So. Oh, wieder da hinlaufen. Wieder die Mission annehmen, weißt du. Ich hätte einfach die Mission speichert, wenn du so schon angenommen hast. Weißt du, die auch dann anbleibt, weißt du. Nein, die ist mal zurückgesetzt. Musst du nochmal annehmen, boah. Aber gut, könnte schlimmer kommen. Sorry, Leute, bin ein bisschen müde. Hab die letzte Nacht nicht gut geschlafen. So. Ich hab links die Abzweigung runter, wa? Ja. Nee. Gut, wenn eine Abzweigung gewesen wäre, ja. Warte mal, kann ich einfach hingleiten? Da ist ein cooler Gleitschirm. Na, warum nicht gleich so? Gut. Da ist unsere Zielperson von dem Turm, ja, wie die Mission schon beschrieben hat, da ist irgendwo ein Sniper. Es sind zwei Typen? Das ist mir neu. Das ist mir nicht nur neu, das ist mir sogar ziemlich befremdend. Echt zwei? Alle Kommandanten. Ich denke mal vor, dass es nur ein Kommandant wäre. Das ist schlecht. Aber gut. Soll mich nicht weiter stören? muss ich jetzt mal jetzt. Ups, sorry, Leute, falls das zu laut war. Gerade gegen das Mikro gekommen. Muss ich erstmal den Scharfschützen hier ab. Okay. Ich blute!
Dein Finger ist schnitten am Papier, wa? Boah, ich schlitz dich so auf, Alter. Boah, der Kommentator. Kommentator. Hm. Der Kommandant ist ein Sniper, Alter. Krass. Hurry up! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ouch! Ah. Alter! Ja, cool. Rutsche den Berg runter. Ja, klar, ich komme dieses kleine Stück nicht hoch. Warum auch nicht? Easy. Jetzt aber. So. Das war mal die etwas andere Mission. Gut, da ist was zum Klauen. Warte mal, was da ist. Ups. Brieftasche ist voll. Nein, ich wollte sie nicht austauschen. Ich glaube, ich will meine behalten. Meine ist viel geiler. Okay, nächste Mission machen wir dann. Machen wir mal nach. Hä? Nächste Mission, die Jägermission sein, richtig. Gehen wir da auch noch schnell hin. Gucken, was wir da schönes bekommen, was wir diesmal abschnitzeln dürfen. So, zwei Bären haben einen hiesigen Farmer getötet. Legen Sie mir das. Schrotflinte, ja, das ist okay. Schrotflinte, Bär, das ist immer ganz gut, weil der Bär auch mal schön nah rankommen muss beim Kämpfen. Okay, wie alle Tiere hier nah rankommen müssen, aber ist ein anderes Thema. Aber Fakt ist, ein Schrotflinte ist immer nicht verkehrt gegen Tiere. Was ich eigentlich sagen wollte. Okay, es kommt auf die Schrotflinte auch an. Wenn mir Spaß 12 gibt, habe ich kein Problem. Es gibt mir so eine abgesägte mit weiß ich nicht, 2 Schuss nachladen, dann ist es ein Problem. Außer dann müsste es machbar sein. Gut, ne, es ist so eine alte, normale, aber ist okay. Tauschen wir die Maus. Dass die Waffen nie durchgeladen sind, die er mir gibt, ey. Gut, Beeren, Beeren, Beeren. Warte mal, ich nehme mal hier so ein gelbes Kraut mit. Was ist denn der erste? Gut. Hey, Bär. Das war Bär Nummer 1. Das war Bär Nummer 2. Das war easy. Gut, ups. Falschtaste. Gehen wir zur nächsten Mission. Gehen wir mal da oben hin. Müsste ich ja wieder Berg hochklettern, was der Charakter eigentlich kann. Toll! Da ist ein Auto auf alle Fälle. Ja, der LKW hier stimmt. Von ihm gerade. Dann nehme ich den mal damit. Alter, fährt die Karre schwerfällig. Okay, da oben müssen wir auch hin. Bestimmt müssen wir den ganzen Berg runter rasen oder so. Wie ich das Spiel kenne. So, dann müssen wir, wo man oben ankommt, erstmal eine Runde wenden.
da Ding einen Wendekreis wie ein Bus. Okay. Das Ding ist ja auch so fett und schwer wie ein Bus wahrscheinlich, also hab ich gesehen. Oh, wie kommt man diesen verdammten Berg hoch? Das ist die Frage. Ich denke mal, so wie ich fahre, müsste es ganz okay sein. Und dann links und Seitenstraße rein hier. Oder auch nicht. Eben zu Fuß. Ja, kurz fahren wir damit ab. Hier ist eine Höhle. Mit Munition? Lol. Einfach so. Liegt hier einfach so rum. Auch nicht schlecht. Ach, der Funkturm über die ganzen Soldaten. Ja, stimmt. Das war auch so ein Scheißteil gewesen, ey. Tut euch fahren, Leute, er ist tot. Auch nicht schlecht. Dann machen wir das mal schnell. Yep, Yomi! Aus dem Weg. Jetzt hier runter. Abwärts. Aua. Oh Gott. Ich war irritiert gewesen, weil auf einmal das Feld zu spät weg war. Der Marker. Ja, das war jetzt nicht besonders schwer. Ja, das ging eigentlich ganz gut klar. Gut, dann machen wir mal die nächste. Und das wäre dann hier. Es war nicht weit weg, aber ich teleportiere mich einfach mal schnell mal hin. Ich weiß nicht, mache ich die Mission noch in diesem Part? Ich mache die noch in diesem Part, egal. Überziehe ich mal ein bisschen. Obwohl, nee. Ich würde sagen, ich beende den Part hier, ist besser. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.